Plug and Play, das kann ja wohl jeder, kann ja nicht so schwer sein. USB kennt doch jeder, immer easy, funktioniert immer sofort. Ich wollte gerade Michi, du sagen, hast da Erfahrungen mit? Fritz, gibt es irgendwas Schwierigeres, als ein USB-Gerät einzustecken? Ich habe es noch nicht erlebt. Ja, das ist ein Spiel namens Plug and Play, das uns unser lieber Spießgeselle Martin empfohlen hat. Wir sollen das mal spielen. Ihr müsst Wir euch das, wissen wir nichts. wissen echt nichts. Wir haben es vor 2 Minuten gekauft, Ja. runtergeladen. Es war runtergeladen, bevor wir es gekauft hatten, weil es 140 Megabyte groß ist. Und wir wissen nichts Kann auch davon. sein, dass es jetzt voll so eine Erschreckscheiße ist und Martin sich dann kaputt lacht, weil er da voll Das glaube ich nicht. So, jetzt haben wir hier ein Menü. Und das ist der erste Bereich. Das ist auch so, damit fängt das Spiel an. Das Ja. sehe ich als allererstes. Das Spiel heißt ja Plug and Play. Steck Ich mal weiß aber ein. nicht, was ich machen soll. Völlig überfordert. Have you tried turning it on and off again? Oh. Ach, guck mal, das kann man so auch. Das ist ja nett mit der. Warte mal, ich mach das mit Anlauf. Oder im Bogen. Schade. Warte, warte. Es klappt, aber das kann nicht so schwer sein. So sollte man es spielen. Das habe ich bei Ja. Medieval Engineers gelernt. Warte mal, können wir vorher einen Knoten Ich glaube, ich reinmachen? habe inzwischen rausgefunden, warum wir so oft bevor wir ein Let's Play anfangen, so technische Probleme haben, weil du immer die für die Kabel Keine zuständig Sorge, ich mach das. So, zack. Licht aus. Okay. Steht hier eine 2. Es kann aber auch eine Pause sein. Oh, warte mal jetzt. Das Soll ich mal Finger, dran ziehen? das Würste. Das Ist ist das ja eklig. Dinosaurier? Ich weiß nicht. Das ist Haare? Das sieht aus wie Finger. Pups. Hä? Was war das denn? Ich klicke den mal an. Jetzt ist er weg. So umgefallen. Da kommt Ringo. Da geht Ringo. Oh, Beatme ihn. wiederbeleben. Wie war das? Nach 15 Ha, Sekunden ha, dann ha, ha. Stay beatmen. in love. Stay in love. Ding, Oh! ding, ding. Er Das lebt noch. funktioniert. Okay. Machen wir mal. Shake it. Es ist der eine von Shake your Daft Punk. booty. Wenn man den Helm absteckt, dann sieht Dann der sieht der so so. aus. Ja, Klar. klar. Die können die ja auch tauschen. Ach so. Ist das der Daft dann? Das ist der Punk. Punk ist tot, Mann. Okay. Oh! Keine Das Rücksicht. finde ich gut. So, und jetzt? Das läuft ja so, klick mal. Vielleicht läuft er einfach nur weg. Ah! Haha! Raus damit. Und jetzt? Ich weiß nicht, vielleicht ich habe. Schau Hoffe, mal, dass ich damit das verhindert habe, Kabel dass der zieht wieder läuft. zurück. Zieh mal an dem Kabel. Also, dass das, was da angesteckt ist, ins Bild Oh, ja, kommt. stimmt. Geht das? Nee, hier kommt nicht mehr. Da ist nicht mehr Leine drin. Zieh mal Leine! Jetzt kommt die eiserne Lunge ins Bild. Ich weiß auch übrigens gar nicht, ob das Spiel so ein Serious Game ist und am Ende kommt raus, dass das irgendeine voll schlimme Ich Krankheit wollte gerade geht. Wir sagen, machen jetzt hier so so. Scherze. Und dann starb das Kind an Krebs. Ich steck's mal wieder rein. It's the on and off game. Mein Gott, warum? Oh, siehst du? Man muss nur lang genug rein und raus und dann irgendwann auf den Knopf drücken. So geht das. Ach, ist das jetzt in dem drin gewesen? Guck mal, die sind alle gleich geschaltet. Warte mal, pass auf, ich tippe den jetzt an. 15 Hey! Sekunden, ruck, Hey! zuck. Hey! Anders! 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 Hast du schon verstanden, wie die Logik dahinter ist? Ich weiß nicht mal, ob ist das Das. jetzt schon ein Oh, warte Let's. mal, guck mal, Ja, ich ziehe die mal in die andere Richtung. Ist das jetzt schon ein Let's Play? Da bereits Abhandlungen drüber. Ich versuche den hier wegzuziehen. Okay. Jetzt ist aber. Das Muss kann man man die hier. ineinander Vielleicht darf ich reinlaufen die. lassen? Ich lasse, weil schau mal, ist, als würden sie sich anziehen. Jetzt steht wahrscheinlich irgendwo noch ein Dritter, um der das alles zusammenwickelt. Oh. Das ist doch ganz schön random. Ich verstehe es Ne, ich nicht. glaube, am Ende kommt.
Das war der bestmögliche Ausgang der Situation. Wie geil ist denn der Hammer? Wieso sind die jetzt alle so fein säuberlich aufgereiht? Naja, dass sie ineinander passen. Das ist wie beim Einkaufswagen. Ja. Guck mal, er hat die Schnauze voll. Dann kann ich das hier auch ziehen? Es weht. Es windet sehr. Oh! Oh! Oder schmeiß ich weg. Das ist ja aber cool, dass es darauf reagiert, ja. Oder? Es wirft irgendwie mal wieder rein. Kann man das mal machen? Ah, nee, schade. Jetzt nehme ich mal den. Aha. Das wäre echt gut, wenn da einer dran gehangen wäre, so lianenartig. Geschmissen. Da hängt Martin dran. Ich wollte hier befreit werden. Oh, guck mal, jetzt ist er. Jetzt will er empfangen. Was ist das? Ich mach die über Kreuz. Da gibt's einen Kurzschluss. Zack. Wollen wir das? Ob das eine Engine ist oder ob das alles einzeln animiert ist? Kannst du mal gedrückt halten? Ja! Was soll denn das jetzt? Hat er eine Glühbirne geschissen? Mr. Hanky, der Weihnachtsmann. Das schmeißen wir weg, das brauchen wir hier nicht. Nee, komm. Was ist denn mit Martin kaputt? Keine Ahnung. Was ist mit dir kaputt? Ist die Kacke. Hui! Weg damit. Aha. Aha. Ach, das sind wahrscheinlich hier diese Stecker. Wisst ihr? Ha. Was für eine Kacke. So. Mach mal andersrum. Steck's mal andersrum. No! Ah, jetzt kannst du die beiden Birnen einstecken. Das sollen Birnen sein? Du vergleichst ja auch Äpfel mit Birnen, also. Ach, guck mal. Booster Borten. Hau ihn. Oh, die gehören zusammen. Hello. Ah. Aha. Na, jetzt sag hello. 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 Jetzt, Fritz, jetzt machst du mal klar. Nach allen Regeln der Kunst. Komm her! Ich tu mal so, als hätte ich mein Gedächtnis vor. Ja, aber ich kenne doch dich. Na, ey, du bist mysteriös. You don't know me. You don't know me. Yes, I do. Widersprich mir nicht. Batsch! Jetzt bist du aber ein bisschen flirty. You don't! Nee, ich will sofort eskalieren und aggressiv werden lassen. Okay. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. Das ist gut. Das war aber auch eine realistische Mann-Frau-Konversation. Ich liebe sie. Aber ich will ja eher wissen, ob sie mich liebt. I don't know. Aha. Aber ich liebe doch dich. Nein, I think you love me. Sicher? Das ist so eine Han Solo-Nummer. I think you love me. Er ist ja ziemlich sicher. Oh. Oh. Neither do I. Neither do I. Do you want to hug me? I'm not sure. I think you love me. I don't love you. Lass es eskalieren. Oh, I miss you. Oh, aber I'll miss you ist jetzt, das klingt schon sehr nach, ich werde sie jetzt. Also das, als wäre das die Folge von dem hier. Okay. I'll miss aber nein. You. It hurts. So wird's es doch. I'm leaving. Und schon die nächste. Ja, aber dann tut's auch nicht mehr so weh. Ach, guck mal, hier. I know. I think you know. Ja. Doing it Han Solo style. Hier. Hug me. I'm not sure. Ach, komm.
Do you listen to me? Wie hörst du mir zu? Sure. Yes. Yes. Yeah. No. Oh. Wie realistisch ist denn dieses Spiel? Das ist die Disco-Simulation. Ja. Zu mir oder zu dir? Ich rufe gleich die Polizei! Aber wir lieben sie doch alle. I don't think I love you. Wie komme ich da raus aus der Sache? Scheidung. I love you. I think you don't love me. I know I love you. Bleib jetzt auf dem Standpunkt. I'm not sure. I do love you. I don't. Ach, guck mal. Und schon wendet sich das Blatt. Und es hört's doppelt. Mhm. It hurts. I'm leaving. Jetzt kann man nicht mehr kicken, schade. Das war aber auch, das ist tatsächlich die Disco-Simulation. Stell dir mal vor, vorher die ganzen Typen da, lass mal alle wegkicken. Ja. Und dann ran ans Ziel. Und dann am Ende muss doch der Stecker raus. Oh, was schaltet man damit denn jetzt ein? Oh. Moment mal. Achso, ich dachte, da wäre Schluss. Schluss mit lustig. Schluss für die Nacht. Aha. Jetzt geht's aber hier. Jetzt wird hier rund geplackt. Komm her. Plack dich. Komm schon. Komm schon. Ich brauch das jetzt. Komm. Steck ihn doch rein. Ah, oh, Mann. Gott. So, jetzt hier. Das, guck mal, es geht anders, Mann. Also, wenn ich hier nicht verletzt rausgehe, dann bestenfalls verstört. Ja. Und schon geht's. Gar kein Problem. Das Rätsel richtig gelöst. Und sie können sich hier wieder ein bisschen näher kommen. Ja, komm, 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 komm. Put, put, put. Das ist schon ganz schön spannend. Kann ich das an die Hand nehmen? Ah, aha. Oh, oh. Oh. Das ist so ein bisschen so, jetzt sind alle betrunken, also torkelt man zusammen nach Hause und hofft, man fällt nicht um. Ach, guck mal, und jetzt würden sie auch zusammenpassen. Ha. Ah. So. Das war so klar. Was ist so eine Human Centipede-Scheiße? Yeah, da habe ich auch dran gedacht. Tatsächlich? Oh Gott. Ein Film, den man nicht empfehlen kann. Ach, guck mal, er will auch noch. Oh nein, das ist echt so eine Human Centipede-Scheiße. Wobei es in dem Film ja relativ wenig Scheiße gab, weil. Guck mal, da wird eine Orgie draus. Oh, oh nein. Is the cable long enough? It is. Es hieß ja immer, es würde nicht auf die Länge ankommen. Aber probieren wir mal, ob es hier auch passt. Es ist echt die Human Centipede. Ich verstehe den Sinn nicht. Wahrscheinlich stellt sich am Ende heraus, es gibt keinen. Aber ich will trotzdem wissen, wie es weitergeht. So, jetzt sorgen wir mal für ein bisschen Kontroverse in den etwas konservativen Teilen unserer Zuschauerschaft. Und zwar? Ihr beide. Und die beiden. Und ihr beide. Wiederum, das gucken sie immer alle gerne und bei dem schreien sie dann. Darf nicht sein. Das stimmt. Ja? Da ist dann Schluss mit lustig. So. Zack. War da vorhin auch schon oder war unser. Oh, schauen wir uns andere Hände. Kannst du es noch beeinflussen? Nee. Der zieht dran. Und dann stinkt's hier. Du musst, glaube ich, dran ziehen, oder? Ich zieh dran. Nicht ausreißen. Oh, das wäre fies. Oh. Hast du es geahnt, oder? Wie könnte das wohl enden, wenn dir ständig Sachen ein- und ausstecken? Er hat schon die Schnauze voll. Nee, komm, einmal ausprobiert, reicht. Da geht. Das war eine Mäusetür. Das soll man nicht machen, nicht den Finger in die Steckdose. Ja, aber so rum geht's.
Ach, die Fingersteckdose. Also liebe Kinder, zu Hause Finger erst abschneiden und ja, dann in die Steckdose. Aber auch nur, wenn ihr halt so einen Stecker habt. Aber nur für unter Dreijährige. Ja, ja. Der hat den Strom jetzt angemacht, ohne dass ich was dann konnte. Kunst. Naja, irgendwann ist dann auch Schluss, ne? Haben wir jetzt gewonnen? Ich glaube ja. Drück mal auf den Knopf. End. End. Ich würde sagen, es war eine Disco-Simulation, die ein bisschen ausartete. Eine merkwürdige Nacht würde ich das ganze Ding nennen. Ich würde das eine normale Disco-Nacht nennen. Vor allem der Teil mit der Human Centipede und dem erschlafften Steckdosenfinger. Also Stanley Kubrick hätte da wahrscheinlich Eyes Wide Shut draus gedreht. Mhm. War das jetzt wirklich alles? Ich weiß nur nicht, was Martin uns damit Schöne sagen ist, will. Und das genau ist auch das, was man sich am Ende nach jeder Disco nachdenkt. War das jetzt wirklich alles? Ich glaube, schönere Schlussworte können wir nicht finden, außer dass wir Martin, glaube ich, mal zur Beobachtung irgendwo mal einliefern sollen. Ah, ich fand es aber... Es war spannend. Ist immerhin ja, interessant, ne? Also, ja. Warte mal, kann ich ihn rausziehen? Er will aber auch nicht. Nee, ich glaube, das war's jetzt. Das Geile ist, das Video wird wahrscheinlich jetzt eh weggeclaimed von YouTube, weil die das alles missverstehen. Ach, guck mal, man könnte jetzt hier die ganzen Sachen an. Ach, waren ein paar schöne Lacher dabei, da habe ich gerne 3 € für bezahlt. Ja, ist auf jeden Fall günstiger als der Disco-Abend, weil mit 3 € bist du ja gerade mal zur Tür und herein. Und mehr Lachen. Ja, das so viel ist dann meistens, zumindest am nächsten Morgen, auch nicht mehr. Danke, dass ihr mit uns clubben gegangen seid. Wir schmeißen jetzt noch ein paar Fuffis rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.